Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Seleukiden und den Spartanern. Dein Grüße gehen Einsatz! raus. Gut. Dein Einsatz! Gut, und der Spartaner ist auch. Warte, ist auch dran, doch. Ja, doch, ist dran, ist alles gut dran. Du Achso, bist ich nicht dran, bin dran, ich Alter. bin dran. Die, was? Die versteckte Schmiede, euer Besuch ehrte den Schmied und er übergab euch eine prächtige Waffengarnitur. Die Schmiedekunst war unübertroffen und die Klingen waren stärker als alle bisher Bekannte. Als alles bisher Bekannte. Handwerkskunst. Die Schmiedekunst war unübertroffen, bla 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 bla. Waffen der ersten Stufe plus 10% Nahkampf bei der Rekrutierung. Gut, dass ich gerade neue Soldaten rekrutiere. Das ist ja geil. Ja, also wirklich praktisch. Ach, das war doch diese. Dieser Händler, den du Dieser dann. komische alte Schmied da, wo ich gesagt habe, den besuche ich mal und guck, was da los ist. Ah, ja, genau. Das war ja das. Ja, Genau. genau. So. Mal gucken. Kann ich noch irgendwas machen? Gerade? Nö, 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 nö. Ah! Ich kann auch alle meine Einheiten in meiner schon stehenden Armee verbessern. Für 3000 Gold kriegen Sie jetzt Ja. Waffen der Stufe 1. Aus irgendeinem Grund funktioniert das aber bei den Kindern der Trüche nicht. Sind Sie nicht in der Stadt? Sie sind in einer anderen Provinz, ja. So, du gehst jetzt bitte mal auf. Sie. Ach so. Genau, ein ehrlicher Raubzug sehe ich auch so. So, drei kulturelle Konvertierung. Skilas, Politiker. Konvertierungsgilas. Ja. Was heißt das? Du bist ziemlich krasser Boy, so wie sich das anhört, Mensch. Ja, das Ding ist, ich überlege gerade. Ich glaube, ich tue all diese Truppen. Die kann ich, oder? Nee, die kann ich in einer anderen Provinz nicht rekrutieren, weil das ist ja provinzweit nur die Rekrutierung. Nicht Ja, glaub schon. fraktionsweit. Heißt, ich muss ihn da stehen lassen. Egal, es geht ja drei Runden ab jetzt und ich habe gerade ein paar Einheiten rekrutiert. Also das haut sich. Und das ist mir, glaube ich, gerade auch ganz recht, wenn er da stehen bleibt. Ich muss jetzt nochmal kurz testen. Ich bin gerade mal schön am gucken. Minus 11. Was fehlt hier noch? Macht es plus öffentliche Ordnung oder weniger oder weder noch? Weder noch. So, warum kann ich dich. Ach so, ich habe nicht genug Geld, um dich auszubauen. Das ist natürlich. Aber du machst mehr öffentliche Ordnung, oder? Ja, genau. Gut. Dann bin ich, glaube ich, schon wieder fertig, weil Apollonia alleine zu lassen, halte ich gerade nicht für besonders weise. Ah, warte. Aber ich kann den hier. Kann ich noch in die. Warte, ist es besser, wenn ich ihn in die Begleitarmee reinschicke? Oder ist es. Okay, also die Truppen werden dann stärker. Okay, ich kann ihn in der Runde nicht mehr. Hä, wieso kann ich ihn jetzt nicht nochmal rein? Ach komm. Pups doch. So, okay, Ist doch ich bin gut. fertig. Dam, 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 da, dam. Krass, Makedonien wollte nichts von dir. Ja.
haben mittlerweile nichts mehr, was sie von mir wollen könnten. Ah. Aber der Typ da macht eigentlich nichts. Lol, was genau? Dann wollte er ja schon wieder ein Schutzbündnis. Nee. Achso. Was genau macht Pergamon jetzt in Pella? Pergamon ist gerade mit einer Flotte nach Pella. Und Syrakus hat daraufhin die dort stationierten Truppen, also in der Nähe von Pella, wieder nach Pella rein verlegt. Okay. Höchst interessant. Nee, jetzt kommen die ganzen Agenten zu mir. Wie weit kann der denn laufen? Oh Mann, schon wieder ein natürlicher Tod. Was ist da denn los? Ah, oh, die habe ich gerade gebraucht. Das ist nicht gut. Rang erhöht. General. Rebellion bevorstehend. Das ist gut. Wo kommt denn jetzt die Fullstack-Armee von Saba her? Okay, da gehe ich mal in Marib rein. Marib. Du gehst wieder nach Girpa rein. Diese Namen hier. So, du bist Level Up. Warte, du bist... Ah, der General, oder? Ja doch, der General ist Level Up. Ja, das bringt mir nichts. Dann mache ich mal... Plus 12% Nahkampfangriff und Schüsse pro Minute und auf in die Schlacht. Fähigkeit. Das klingt doch sehr attraktiv. Ja. Sehr schön, Haushalt. Kulturelle Konvertierung. Ich hatte eigentlich gedacht, dass Persien sich um die Fullstack-Armee kümmert, aber nö. Hatten wohl keinen Bock drauf. So, du rennst jetzt hinterher. Die Hammer des Settlers, oder was? Also das ist immer noch diese, diese Sklavenarmee, die ich so heroisch in der Stadt abgewendet haben. Und die haben sich jetzt Söldner gekauft und sind immer noch ganz fröhlich unterwegs. Ist nicht so geil. Okay, ich glaube, es ist ziemlich gut, dass ich in Athenai noch eine Armee drin stehen habe. Duell. Ja? Geht's gerade rund? Ja. Nee, aber der Basileus von Bakus ist gerade der Meinung, mit einer 4-Trupp starken Flotte Richtung Athen segeln zu müssen. Okay. Gegen eine dann Fullstack Bodenarmee plus entsprechende Garnison. Mir ist gerade aufgefallen, diese kleine Stadt hinten, Hierapytia, Hierapytna hat mehr Bodengarnison als Athen. Krass. Liegt aber daran, dass ich in Athen kein einziges Militärgebäude habe. Ja, genau. Sparta hat nämlich auch mehr Bodengarnison als Athen. Okay. Wie gesagt, ich habe in Athen kein einziges Militärgebäude. Ich habe halt... Warte, stellt... Ja, genau. Der Handelshafen stellt Garnison bereit. Mhm. Und das... Der Ulis oder so stellt auch Garnison bereit. Genau. Und das war's. Handelshafen und Ulis. Oh Mann. Also bei mir war gerade so, dass die Frau von meinem
mein Hauptfamilienoberhaupt, bla, gestorben ist. Und ich dachte mir so, ja, geil, jetzt bekommt er eine neue. Und er hat eine gute Frau bekommen, aber das Problem ist, er ist der Scheiß-Typ. Also er hat Oh. quasi, ich habe jetzt eine religiöse Frau bekommen und Autorität, kultureller Einfluss, bla bla, alles gut. Aber bei ihr ist es so, dass ungeeigneter Ehemann, minus ein Gravitas pro Runde und minus 5 auf Chance, Kinder zu bekommen. Yay! Und das ist ja das, was ich will. Naja, egal. Ich will doch nur Ja, ich Kinder. will doch nur Kinder. Oh, egal, Mehr du. vielleicht eines Tages, Mai. Die Pflicht ruft, dann macht man halt sowas. Ja, genau. So. Ich muss nur. Vielleicht dadurch, dass sie so eine gute Ehefrau ist, vielleicht kriegt sie ihn dann besser ins Bett. Ja, hoffentlich. Meine Güte. Er soll sich nicht mal nicht mehr so haben. So anstellen, meine ich. So, dann schaue ich mal, was in Pella los ist. Ach, okay. Aber das ist ja kein Problem. So, du wirst wieder aktiviert. Du auch. Du segelst mal Richtung Schottland. Richtung Schottland. Ja, mei, der gehört halt zur gegnerischen Fraktion, gell? Ah. Okay, so, dann würde ich sagen, sind wir fertig die Runde. Fertig. Und ja, gut. Bin ich weiß gar nicht, vergesse immer, wann wir. Oh, Orakel von Delphi. Ja, also Okay, zu langer wir sind Text. erst bei der Hälfte. Zu langer Text machen wir nicht. Orakel von Delphi, wir suchen die Weisheit des Apollon. Lass ihn durch dich sprechen, Sibylle, und leite unsere Hände. 10% Wohlstand aus allen Quellen in allen Regionen und plus 4 Oh, geil. öffentliche Ordnung pro Runde in allen Provinzen. Na, das klingt doch super. Definitiv. Ja, weil dadurch habe ich nämlich auch in Dingens jetzt mehr. So, wenn ich ihn aktiviere, ist dann noch mehr. Ja, das freut mich doch wunderbar. So, mit ihm hier. Ich weiß nicht, wie ich, ob das. Also mit Gewaltmarsch geht's garantiert. Gehe ich einmal hier ganz knapp über die Grenze. Möp. Ja, genau. Ja, ich habe nämlich halt jetzt meine zweite Armee auf Full Stack. Diese Aktion mit der Verbesserung von den Waffen auf Stufe 1 ist ja nur in Makedonien. Und jetzt bin ich halt mit der Ah. Armee aus Sparta einmal rüber nach Makedonien, so ganz knapp über die Grenze. Und dann, weil ich eben gerade diese Vorahnung habe, dass der Typ, auch wenn es eigentlich wahnsinnig wäre, mich mit 4 Einheiten anzugreifen, ja, ich bleib da jetzt einfach stehen, weil juckt, und obwohl ich könnte auch nach Larisa gehen. Aber. Weil, also ich meine, mit den paar sollte eigentlich sogar meine Garnisonsarmee fertig werden, mit den 4 Schiffchen. Also eigentlich halt, ne? Ich habe 2 Schiffe und 7 Stationen Dings, also, Ja, Aber das ist was ich mal gucken wollte, um Agenten zu rekrutieren. Ach, schade, okay, sieht man nicht. Okay. Dann ja, lassen wir das. Wie sieht's denn aus mit. Du bist. Oh! Der ist gut. Ist halt nur Politiker, ne? Oh, ich hab so. Ich hab sogar einen General! Der kostet halt 700, aber juckt nicht, ne? Also, ich hab das Geld gerade nicht, aber nächste Runde wieder. Minus. Also ein General deiner. Meiner Fraktion, ja. Ah, Also super. meiner Familie. Ja, genau.
minus 10% Unterhalt für alle Landeinheiten und für alle Schiffe und ermöglicht Fähigkeit motivieren. Was hat der Politiker? Geil. Minus 10% Widerstand gegen fremde Besetzung, plus 4% Chance auf die Verwundung feindlicher Agenten aus Notwehr, minus 20% Strafe auf öffentliche Ordnung durch lokale Anwesenheit fremder Kulturen, ermöglicht Fertigkeit motivieren, plus 10% Waffenschaden für die Einheit des Kommandanten, plus 10... Ja, okay, gut. Ja, ja. Ich muss sagen, ich finde, die Politiker haben ganz oft viel bessere Boni auf... viel bessere Boni bei na Worst-Jogi. vom Charaktertyp halt her, ne? So, Fraktion vernichtet. Diese Fraktion wurde zerstört, ihre Feinde waren zu zahlreich. Eine Fraktion steigt auf, die Rugia! Eigenschaft erhalten, mein Basileus. Okay, was hast du schon wieder angestellt, mein Freund? Autorität soll Einkommen durch Hand. Das hatten wir doch vorhin schon, oder? Das sind keine Haushaltsmitglieder oder Objekte zur Zuweisung verfügbar. Was sind Haushaltsmitglieder oder Objekte zur Zuweisung? Das ist doch auch relativ neu. Das sind die bei den Generälen. Oder halt bei den Einheiten allgemein kann man ich kann es gerade doch da kann man bei der beim Detail kann man da eben so Einheiten zuweisen, beziehungsweise also Gefolgsmann oder passive Boni. Genau. Was könnte ich hier eigentlich rekrutieren? Helotenspeerträger? Nee. Also an sich muss ich echt sagen, Syrakus ist echt weak. Also ich könnte die theoretisch echt komplett vernichten, wenn nicht Rom noch dazwischen wäre. Die haben eine Armee in Pella, die ist schwach, sind 6 Einheiten, das sind die, die vorhin von dem Angriff auf Larisa übrig geblieben sind. Vielleicht haben sie noch ein bisschen was in Epidamnos, dann haben sie beim Basileus diese 4 Einheiten in der Flotte und in ihrer Heimatstadt ist auch nochmal eine Einheit mit 25, von denen nur 2 angezeigt werden, weil es wahrscheinlich eher gerade noch am Rekrutieren ist. Ja, also Makedonien wird auf jeden Fall bald hier geben. Ja, auf jeden Fall. Vor allem das Witzige ist, Makedonien ist in Makedonien jetzt nicht mal mehr vertreten. Ja, lange nicht mehr. So, na dann, bin ich, glaube ich, soweit fertig und schaue mal, was das Schicksal so bringt. Also Rom ist schon ziemlich groß. Habe ich gerade auf der Map geschaut. Die haben schon. Karthago haben bis auf in Spanien 2 Städte zurückgedrängt. Mhm. Und Nordafrika. Also Afrika gehört ihnen voll. Sabba! Ja, die sabbern hier ein bisschen. Okay, auf deinen Teppich. Armeen rum. So. Syrakus geht mit. Syrakus greift an. Aber halt mit so wenig. Diesmal kann so, ich kannst automatisch kann automatisch machen und ich gewinne auch noch. Ja. So, wir machen das ist immer so eine Verzweiflung-Ding. Ja, die sind halt eigentlich schwach und sie können eigentlich auch nicht mehr viel machen. Aber der General lebt noch. Ja, egal. Den holst du dir später. Oder warte, ich kann da versuchen. Ihn zu meucheln, weil du behandelst ihn. Den ich. Nee, hab ich nicht, aber kann ich trotzdem versuchen. Also mit den Spion, der nicht. Ich
ich könnte es theoretisch auch mit meinem eigenen Spion versuchen. Ja, toll, jetzt ist seine Armee auch noch aufgestiegen, oder was? Ja, ist doch wurscht. Syrakus will jetzt die, des Schiffsdingens, was ich da hatte zum Plündern, will Syrakus jetzt einnehmen. Ich glaube, ich ziehe mich mal zurück. Rückzug! Ach so, das da, ja. Ja. Alter, wie weit fährt der denn? Null! Wie, was? Ja, was ist hier hinten? Ja. Ja, muss er, weil sonst hätte der... Ah, da hinten ist die gleiche Handelsroute. Praktisch, dann plündere ich einfach da weiter. Ja, auf dem Meer habe ich das Gefühl, ist auch die Bewegungsreichweite allgemein größer. Ja, kommt immer drauf an. Wo also, du auch rumsegelst, so, aber... Ja, ne, wie dein, dein General ist. Und, ja, genau, wo du rumsegelst, das stimmt. Jo, Militärsabotage. Natürlicher Tod. Oh nein, die war cool, die war gut. Yes! Was? Nichts. Okay. Es ist ja ein natürlicher Tod gewesen. Aber wenn das die Spionin ist, die bei mir rumdümpelt, muss ich zugeben, bin ich nicht ganz traurig, wenn sie tot ist. Nee, die ist noch sehr jung und fit. Das Orakel von Delphi, das habe ich, glaube ich, schon mal vorgelesen, oder? Dass in seiner Jugend tötete Apollon die Schlange Python. Ach so, ja, genau. Und wenn, du kannst es einmal kurz durchscrollen. Ich habe vorhin einmal durchgescrollt. Hab mir so gedacht, so, wenn es irgendwen juckt, dann kann er stoppen und lesen. Ja, genau. Hab ich eigentlich. Das war zu langer Text. Genau. 500. Ach, da ist ja auch noch ein Spion, Alter. Ich glaube, ich muss wirklich die Spione mal von dir zurückziehen und dann. Aber bis sie hier unten ist, ist nichts passiert, so ungefähr. So, warte, du gehst mal hier raus. Was machst du denn jetzt hier? Meinst du, du kannst meine 500... Ja, kann er. Meinst du, du... Okay, kann er. Ja, der hat jetzt meine 500 erst ein bisschen... aufgehalten, aber jetzt mache ich halt Gewaltmarsch an und ja, ist egal. Gewaltmarsch an und einfach weitergehen. Genau. warte, was ist das? Das ist was. Ah, minus 4% Erfolgswahrscheinlichkeit für feindliche Agentenaktion. Das ist natürlich auch gut. Oder ich mache halt die Armee größer, beziehungsweise besser. Ah, das da ist natürlich besser. Minus 5, ja, okay, gut. Da habe ich minus 1 mehr bekommen als so. Schaffe ich die Armee? Ich glaube nicht. Wolfpack könnte... Nee, Wolfpack würde sterben. Gut, dann mache ich mal... Hier, das da. Ja, jetzt flieh halt noch, ne? Gut, Bringt dir eh nichts. In genau. Einer Runde habe ich dich eh wieder. Nee, sogar diese Runde. Das mache ich mal automatisch, weil... Da kommt noch die Garnisonsarmee. Verstehe ich überhaupt nicht, wieso du das automatisch machst. Oh, nee, das hat er jetzt schon wieder überlebt, oder was? Ja, klar, der hat auch eine Level 1 Armee. Ja. Nein, oh gut. Okay, Sklavenaufstand unterdrückt. Und die Armee ist wieder da, wo sie angefangen hat. Jetzt geh mal da rein. Ja, wow. Das hat gerade ein bisschen gestockt, dass ich zweimal in die Stadt reingeklickt habe. Und der Wie ist stockst nicht... du bei mir gerade bei Discord? Ja? Ja. Bla bla bla, ich rede weiter und schau, ob das weiter stockt. Nein, jetzt nicht mehr. Okay. Ja, ja. Ist nur ab und zu irgendwie, also keine Ahnung, Minuten mal irgendwie, dass es ein, zwei Wörter schluckt. Mhm.
Ja, du bei mir auch, aber das Okay. ist, glaube ich, wirklich Discord dann. Aber solange es bei der Aufnahme nicht ist, mal schauen. Ja, oder halt einfach nicht stört. Ja. So, minus 4 Nahrung. Ich habe nur noch 8 Nahrung. Das ist ein bisschen blöd. Da muss ich ein bisschen umstrukturieren. Warte, der da. Plus 9 Nahrung. Das ist natürlich auch fein. Dann mache ich dich mal voll. Wie geht's denn meiner Freundin im hohen Norden? Die mag mich immer noch nicht. Aber das ist so lustig, weil man kann Seid gegrüßt, mein Freund. so krass Setzt das, euch und regt mich mit das euren Worten zu Ärger oder jetzt hör auf zu Zustimmung reden, an. Mann. Man kann so das Geschehene total manipulieren, weil also Avena hatte, ich glaube, 2 oder 3 Provinzen. Und dann habe ich ihr ja so ein paar tausend geschenkt. Und jetzt hat sie total viel von Spanien schon eingenommen. Und bei den. Und Pergamon war ja so riesig. Und die wollten ja mit mir Frieden haben. Und ich habe ihnen, glaube ich, 6000, 5000 abgezwackt. Und danach kam Galeta und haben die komplett überrannt. Weil die halt kein Geld mehr hatten. Das ist halt so krass. Ich spüre, So, wie die Götter auf warte. unsere Ich will Einladung jetzt mit dir warten. handeln. Jetzt Das warte. ist eine ehrbare Sache. Wie viel willst du? Vorhin wolltest du 4000. Jetzt willst du nicht mehr 4000. Warte mal. Ey, 4800 mache ich die immer noch nicht. Meine Güte, dann soll es halt nicht sein. Freundinnen sind echt teuer. Du bist dran. Ja, das ist richtig. Da ist in der Tat was dran. Euer Ja, versteckter Mann. Agent wurde von ausländischen Kräften entdeckt. Er ist nun von nun Aktion gegnerischen Agenten ausgeliefert. Oh, warte mal, warte mal. Wir sind schon wieder fertig. Ah ja, okay. Okay. Dann war schön, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tobi und ich nehmen jetzt noch ein bisschen was auf, oder? Ja. Ja. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Langsam geht's bei Sparta aufwärts, langsam aber sicher. Und wir wollen ja, dass langsam ein bisschen Spannung reinkommt. Wie gesagt, habe ich glaube ich vor ein paar Folgen schon mal gesagt, bei Tobi ist sowieso immer irgendein Scheißdreck los. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denne, rein. Ciao.